Dragon Ball Super Card Game Fusion World. In diesem Video demonstrieren wir den Spielablauf und erläutern die Spielregeln. Deckbau und Kartentypen. In diesem Spiel gibt es drei verschiedene Kartentypen. Du spielst mit einer Anführerkarte und einem Deck, das aus 50 bis 60 Kampfkarten und Extrakarten besteht. Jeder dieser drei Kartentypen wird in verschiedene Farben aufgeteilt, wie zum Beispiel Rot oder Blau. Ein Deck kann nur Karten in der Farbe der Anführerkarte enthalten. Wähle die Anführerkarte, die dir am besten gefällt, und suche dir danach sorgfältig die Karten für dein Deck aus. Die Anführerkarte ist der Mittelpunkt deines Decks, welches für die Kämpfe im Laufe des Spieles benutzt wird. Das Merkmal von Anführerkarten ist ihre Erwachen-Fähigkeit. Du kannst diese Fähigkeit einsetzen, um aus schwierigen Situationen herauszukommen und die Oberhand zu gewinnen. Erhöhe die Stärke deiner Karten und entfessle mächtige Fähigkeiten, um den Sieg zu erlangen. Kampfkarten werden hauptsächlich für Angriffe und zur Aktivierung von Fähigkeiten verwendet. Das Kombo-System ermöglicht es dir, Kampfkarten einzusetzen, um deine Kämpfe noch spannender zu gestalten. Nachdem ein Angriff deklariert wurde, kannst du eine Kombo durchführen, um deine Anführerkarte und Kampfkarte eine extra Portion Stärke zukommen zu lassen. Überwältige deinen Gegner mit deiner Superkraft. Extrakarten können mächtige Fähigkeiten aktivieren, werden jedoch nach ihrer Aktivierung abgeworfen. Sie helfen dir auf deinem Weg zum Sieg, indem sie deine Anführerkarte und Kampfkarten auf vielerlei Arten unterstützen. Ein Match vorbereiten. Um ein Match zu beginnen, müssen beide Spieler zunächst ihre Decks mischen. Danach zieht jeder Spieler 6 Karten von seinem Deck. Diese Karten sind deine Hand zum Anfang des Matches. Jeder Spieler hat die Wahl, ein einziges Mal eine neue Hand zu ziehen, wenn er das möchte. Um eine neue Hand zu ziehen, lege alle 6 Karten zurück in dein Deck, mische es erneut und ziehe 6 neue Karten von deinem Deck. Ziehe dann die obersten 8 Karten von deinem Deck, ohne diese anzusehen, und lege sie verdeckt auf deiner Lebenszone ab. Diese Karten sind deine Leben für dieses Match. Um zu gewinnen, musst du entweder die Leben deines Gegners oder sein Deck auf 0 Karten reduzieren. Nun kann das Match beginnen. Dein Zug. Jeder Zug durchläuft diese Phasen in Reihenfolge. Zuerst erfolgt die Ladephase. In der Ladephase werden 3 Schritte durchlaufen. In diesem Spiel spricht man bei den vertikalen Karten vom Aktivmodus und bei horizontalen Karten vom Ruhemodus. Schritt 1 wird im ersten Zug übersprungen. Ziehst eine Karte. Für Schritt 3 wählen wir eine Karte von deiner Hand und legen diese in deiner Energiezone ab. Als nächstes erfolgt die Hauptphase. In der Hauptphase finden Angriffe statt, außerdem werden offensive und defensive Kartenfähigkeiten aktiviert. Spielen wir nun Meister Roshi von deiner Hand. Um eine Karte zu spielen, musst du die Kosten zahlen, die in der oberen linken Ecke angegeben sind. Du zahlst diese Kosten, indem du die entsprechende Anzahl von Karten in deiner Energiezone in den Ruhemodus änderst. Meister Roshi ist nun gespielt worden. Dank seiner Auftrittfähigkeit kannst du eine Karte ziehen. Nun endet die Hauptphase und mit der Endphase endet der Zug. Gegnerischer Zug. Während der Ladephase zieht dein Gegner eine Karte von seinem Deck und legt eine Karte in seiner Energiezone ab. Ab diesem Zug können Spieler während der Hauptphase Angriffe durchführen. Um anzugreifen, ändert ein Spieler seinen Anführer oder eine Kampfkarte in seiner Kampfzone aus dem Aktivmodus in den Ruhemodus und deklariert dann einen Angriff gegen die gegnerische Anführerkarte oder eine ruhende Kampfkarte in dessen Kampfzone. Der Anführer Vegeta deines Gegners greift deinen Anführer Son Goku an. Dein Gegner zieht dank der Fähigkeit seiner Anführerkarte eine Karte. Du kannst einen Punkt Schaden zufügen, wenn die Stärke deiner Angreiferkarte höher oder gleich der Stärke der angegriffenen Anführerkarte ist. Für jeden Punkt Schaden, den ein Spieler erhält, wird die jeweils oberste seiner Lebenskarte in seiner Hand hinzugefügt. Dein Gegner spielt Trunks, Jugend, nutzt dessen Fähigkeit, um eine Karte zu ziehen und beendet seinen Zug. Dein Zug. Ladephase. Du änderst deine Karten vom Ruhemodus in den Aktivmodus, ziehst eine Karte und legst eine Energie ab. Hauptphase. Dein Anführer Son Goku greift den Anführer Vegeta an.
Wenn die Anführerkarte Son Goku angreift, ziehst du dank ihrer Fähigkeit eine Karte. Beide Anführer haben 15.000 Stärke, also nutzen wir eine Combo, um die Stärke deines Anführers zu erhöhen. Nachdem ein Spieler einen Angriff deklariert hat, können die Spieler abwechselnd Karten in Combos einsetzen, beginnend mit dem angreifenden Spieler. In Combos können Karten von der Hand und aktive Kampfkarten in der Kampfzone verwendet werden. Die jeweiligen Karten werden dann horizontal in der Combo-Zone abgelegt. Im Angriffsschritt wird zunächst Meister Roshi, der sich in der Kampfzone befindet, in einer Combo verwendet. Son Gokus Stärke erhöht sich um 5000. Im Verteidigungsschritt wird Trunks, der sich in der Kampfzone befindet, in einer Combo mit Piccolo von der Hand verwendet. Vegetas Stärke erhöht sich um 10.000. Jetzt verfügt Vegeta über mehr Stärke als Son Goku und verteidigt sich erfolgreich gegen den Angriff. Nachdem eine Karte in einer Combo zum Einsatz kam, wird sie in die Abwurfzone gelegt. Du spielst nun Krillin, indem du seine Kosten zahlst. Krillins Auftrittsfähigkeit lässt dich bis zu einer Karte von deinem Leben deiner Hand hinzufügen. Damit endet der Zug. Gegnerischer Zug. Ladephase. Dein Gegner ändert seine Karten vom Ruhemodus in den Aktivmodus, zieht eine Karte und legt eine Energie ab. Hauptphase. Nun erklären wir Energiemarken. Diese Marken können anstelle von Energie eingesetzt werden. Der Zweitspieler erhält zu Beginn des Spiels eine dieser Marken. Indem er zwei Energien in den Ruhemodus ändert und eine Energiemarke aus dem Spiel entfernt, spielt dein Gegner Gotenks, dessen Kosten 3 betragen. Dann greift er deinen Anführer Son Goku an. In diesem Zug benutzt keiner der Spieler eine Combo, also fügst du eine Karte von deinem Leben deiner Hand hinzu. Als nächstes greift der Anführer Vegeta deinen Anführer Son Goku an. Keiner der Spieler benutzt eine Combo und du fügst eine weitere Karte von deinem Leben deiner Hand hinzu. Damit endet der Zug. Dein Zug. Ladephase. Hauptphase. Die Angriffe deines Gegners haben deine Leben auf 4 reduziert, also kann jetzt die einzigartige Erwachenfähigkeit deines Anführers aktiviert werden. Deklariere ein Erwachen, ziehe eine Karte und decke die Rückseite deiner Anführerkarte auf. Son Goku ist zum Super Saiyajin erwacht! Wenn dein Anführer erwacht, erhöht sich seine Stärke und mächtige Fähigkeiten werden offenbart. Nutze deinen erwachten Anführer, um den Sieg zu erringen. Jetzt kennst du die Regeln und den Spielablauf. Du bist bereit, ein einzigartiges Deck aus Karten mit einer Vielzahl von Fähigkeiten zu bauen, in heißen Kämpfen Kombos einzusetzen und deine Anführerkarte zu erwecken, um noch spannendere Kämpfe zu führen. Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Weitere Produktinformationen findest du auf der offiziellen Website.